Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine spannende Partie freuen. Young Boys Bern gegen Brügge. Ich glaube, das wird eine hochinteressante Partie, Wolf. Es geht zwar eigentlich um nichts, aber die Mannschaften sehen das wohl anders. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Elia. Ja, das könnte was werden jetzt. Super dazwischen gegangen. Clinton Mata. Der Rückspiel jetzt in Richtung Toyota. Former. Vanaken. Clinton Mata. Er passt ihn auf den Flügel. Was erwartest du heute von den Gastgebern, was die taktische Marschroute angeht, Buschi? Ja, der Begriff Forechecking beschreibt das Ganze ganz gut, aber es ist eigentlich noch viel mehr. Es ist dieser unbändige Wille, den Gegner überhaupt... Vielleicht die Führung jetzt! Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Bas Dost. Dost mit dem Ball. Da sehen wir Dost. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch
von allen Spielern. Große Klasse. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sieht gefährlich aus. Es geht mit Abschluss weiter. Jetzt können wir uns das Führungstor gerne noch mal anschauen. Ein klasse Tor war das. Oben links schlägt der Ball ein. Van Aken. Gutes Tackling. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Mekele. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Former. Toller Pass. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Lustenberger. Lustenberger. Elia. Gut und fair das Tackling. Van Aken. Bas Dost. Hans Van Aken. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da muss er hin und holt sich den Ball. Auf außen ist Platz. Er will jetzt den Ball. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Mekele. Van Aken. Mekele. Clinton Mata. Guter Vorstoß, kann was werden. Sie verlieren den Ball. Die Chance auf den Konter. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Und jetzt die Chance. Da haben Sie gut aufgepasst. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können Sie nichts machen. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut.
Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Sie geben den Ball ab. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Wird's jetzt gefährlich? Super Pass. Sieht gut aus. Könnte was werden jetzt. Direkt wieder zurück. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er lässt sich zurückfallen. Sehr aktiv. Will den Ball. Ein Pass mit viel Auge. Achtung jetzt. Elia. Und Tor. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Alvarez Balanta. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Jetzt wird's gefährlich. Ein fantastischer Treffer. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Lustenberger. Elia. Das könnte was werden. Sie suchen das Loch in der Abwehr.
Ballbesitz verloren. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Super dieses Zuspiel. Er macht das Spiel schnell. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Jetzt haben sie den Ball verloren. Gefährlich. Ja, mit viel Übersicht. Super Einsatz. Er holt den Ball. Manaken. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Alvarez Balanta. Jetzt müssen sie aufpassen. Clinton Mata. Kommt jetzt die Flanke rein. Gute Aktion. Viel mit Auge. Da ist die Chance. Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Jetzt kommt der Wechsel. ...4-1 jetzt also. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, den Ball nicht mehr herzugeben, und das machen sie absolut souverän. Das Passspiel gefällt mir gut heute. Ja, das machen sie richtig gut. Der Ball läuft schön. Sie holen sich den Ball. Alvarez Balanta. Mekele. Dost. Gut gemacht, gutes Tackling. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Gutes, frühes Stören. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Oh, jetzt werden sie wechseln. Bas Dost. Manaken. Schönes Zuspiel. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?